Wie seid ihr dazu gekommen und stell dich vielleicht mal kurz vor und euch. Ja, ich bin Norman Scorpion Schlorke. Mein Nickname ist Scorpion. Ich bin Fachinformatiker im zweiten Lehrjahr. Ich habe also einen ziemlich guten Bezug zu Computern und die Leute, mit denen ich zusammenarbeite und diese Demo organisiere, sind auch alles Informatiker oder Physikstudenten. Und wir haben uns die Absage des Intel Friday Night Games dazu entschlossen, eine Demonstration zu organisieren, weil wir einfach denken, dass dieser Populismus, der betrieben wird von Politikern, von Medien, ich möchte keine genauen Namen nennen, aber wir werden einfach dargestellt, als wären wir irgendwelche potenziellen Amokläufer, die nur aggressiv durchs Leben gehen, die dadurch versaut werden. Und da wir trotzdem ganz normale Menschen sind, haben wir uns entschieden, wir möchten gerne, dass die Welt weiß, dass wir einfach Jugendliche sind, die ein Hobby haben oder dass wir teilweise aus jeder Gesellschaftsschicht kommen. Gibt ja auch ältere Zocker, gibt ja auch Zocker, die prominent sind, auch ohne zu Namen zu nennen, das kann man rausfinden. Jedenfalls haben wir gedacht, wir müssen einfach jetzt an die Presse gehen, wir müssen an die Öffentlichkeit gehen und den Leuten klar die Argumente vermitteln, die die Medien und die Presse, die gegen uns reden, einfach rauslassen. Das E-Sport-Event hätte zuerst in Stuttgart stattfinden sollen, ist aber abgesagt worden. Was Genau. kannst du uns dazu erzählen? Also das ursprüngliche E-Sport-Event, dieses Intel Friday Night Game, ist ja so ein Bundesligaspieltag aus dem E-Sport. Das wurde abgesagt aus der Nähe zu Winnenden und wurde von der Stadt selbst verboten. Die Halle, wo das stattfinden sollte, war von der Stadt. Und deswegen konnte die Stadt sagen, okay, gut, wir treten von dem Vertrag zurück, wir verbieten das. Das Ganze kann ich auch nachvollziehen, es war direkt nach Winnenden, nach dem Amoklauf. Und deswegen kann ich durchaus verstehen, dass die Leute emotional ziemlich geladen waren und einfach gesagt haben, gut, wir wollen das nicht. Ich finde es durchaus verständlich, wie gesagt, aber kein Grund dafür, nach 3 Monaten dann immer noch zu sagen, in einer Stadt, die über 100 Kilometer entfernt ist, möchten wir das jetzt auch nicht haben. So ein Event findet 16 Mal im Jahr in der Saison statt und jedes Mal sind über 1000 Zuschauer dort live vor Ort und gucken sich das Ganze an. Warum, was ist daran so negativ? Erzähl uns bitte kurz, was dort gespielt wird überhaupt. Counter-Strike, Warcraft 3 und FIFA. FIFA ist ein Fußballspiel. Counter-Strike ist ein Teamspiel. Da spielen zwei Teams gegeneinander, mit 5 Mitgliedern jeweils, wo es eher um den taktischen Hintergrund geht. Und Warcraft 3 ist ein reines Strategiespiel. Also außer Counter-Strike wäre eigentlich nichts zu kritisieren, was die Gewalt angeht. Ganz genau. Einige werfen euch oder allgemein der Intel Games Night vor, dass es pietätlos sei, das stattfinden zu lassen. Besonders hier in Karlsruhe ist das Wort pietätlos oft in den Mund genommen worden. Was ist deine Meinung dazu? Meine Meinung dazu? Schwierig. Ich würde sagen, wenn man sich nicht richtig darüber informiert, kannst du so ziemlich jede Sache pietätlos nennen. Fußball hat auch Hooligans im Hintergrund, die böse sind und die durchdrehen. Bei Counter-Strike ist es nichts anderes. Wir sehen es nicht als eine Tötungssoftware, die uns auf Krieg und Mord vorbereitet. Wir sehen es als einen Sport, als ein Tournament, wie man bei uns sagt, ein Turnier, es ist ein Wettkampf. Der eine ist besser als der andere. Und bei uns hat das nichts mit Gewaltverherrlichung zu tun. Wenn wir blutrünstige Sachen sehen wollen, dann gehen wir ins Kino und gucken uns Saw an. Das ist wesentlich gewaltvoller als ein Spiel wie Counter-Strike. Grundsätzlich ist es so, dass bei Counter-Strike, der deutschen Version, die hier verkauft wird im Land, dass da gar kein Blut standardmäßig da ist. Es existiert kein Blut. Es werden Szenen veröffentlicht, bei denen über Counter-Strike geredet wird, wo aber ganz andere Spiele dargestellt werden. Da frage ich mich, wie man da den Zusammenhang offiziell erklären will. Counter-Strike als ein Spiel, was wirklich in der internationalen Szene anerkannt ist und was überhaupt an sich, natürlich wird Gewalt dargestellt, das lässt sich nicht widerlegen, aber was in der Szene als ein Spiel anerkannt ist, was nicht mit wirklich Gewalt zu tun hat oder was uns nicht als gewaltverherrlichend rüberkommt, dass das in Zusammenhang mit Blut gestellt wird, ist Schwachsinn. In der deutschen Version setzen sich die Menschen hin, die erschossen werden. Nichts von wegen Arme abschießen oder irgendwie noch das Bein wegfetzen. Das gibt es in Counter-Strike einfach nicht. Und das ist einfach der Punkt, wo man sich sagt, warum wird das so dargestellt, wenn es gar nicht so ist? In Karlsruhe hat sich der Bürgermeister lange dagegen gewehrt, gegen die Wünsche, dass es abgesagt werden soll. Was könnt ihr uns darüber erzählen, wie das alles ablief in Karlsruhe? Wir haben sogar eine Exklusiv-Info dazu. Wir wollten den Herrn Fenrich, den Oberbürgermeister, nämlich bei uns bei der Veranstaltung dabei haben oder dass er sich wenigstens dafür ausspricht, dass es stattfinden darf, so wie wir uns das vorstellen. Leider hatten wir keine Zeit, also beziehungsweise der hatte keine Zeit, der kam erst nach Pfingsten oder kommt nächste Woche erst wieder. Deswegen war das in dieser schnellen Zeit nicht möglich, das Ganze zu organisieren mit dem Herrn Bürgermeister, Herr Fenrich, so rum. Und der Bürgermeister selbst,
hat sich eigentlich gar nicht für das Event ausgesprochen, sondern für die Elternladen, die im Vorfeld stattfinden sollte. Die Elternladen ist ja eine Informationsveranstaltung von der Bundeszentrale für politische Bildung, von dem Veranstalter des Inter Friday Night Games selbst und noch einigen Vereinen, die sich dafür einsetzen, dass Aufklärung betrieben wird. Und der Herr Fenrich hat diese Elternladen wirklich unterstützt und war dafür, dass eben diese Aufklärung hier stattfindet. Aber an sich wurde uns zumindest vom Büro des Bürgermeisters gesagt, dass er damit nichts zu tun hat und er momentan dazu nichts großartig äußern kann. Für mich ist es einfach reiner Wahlkampf, den die jetzt in dem Moment einfach nicht unterbrechen wollen, weil es für die ein zu kritisches Thema ist. Die haben gewonnen in ihren Augen, die haben nämlich das durchgesetzt, was sie wollten, aber trotzdem möchte er sich nicht dazu äußern, dass er ursprünglich dafür stand und dafür war, dass es hier stattfindet. Er hat sich ja recht lange dagegen gewehrt und dann wurde eine Bürgerversammlung zu eingerufen und kurz vorher hat der Veranstalter das Event abgesagt. Ja, diese Bürgerveranstaltung, das war die Gemeinderatssitzung, eine öffentliche, da wollte ich auch teilnehmen, weil ich eben wusste, dass die Diskussionen immer lauter werden hier in Karlsruhe, es wurde ja überall veröffentlicht. Und weil ich mich eben auf dieses Event gefreut habe und wirklich hingehen wollte, habe ich gedacht, okay gut, kannst du ja mal anhören, was da für Argumente fallen, was die Leute da sagen. Leider wurde es abgesagt, das Event, bevor diese Gemeinderatssitzung wirklich stattfinden konnte. Und das war für mich einfach der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich was unternehmen. Aber in der Gemeinderatssitzung, glaube ich, wäre nichts anderes passiert, als dass irgendwelche Leute, die vehement dagegen sind, gesagt hätten, wir sind dagegen, das ist schlecht, das ist böse, das ist ein Argument dagegen. Aber die Leute, die sich nicht dafür einsetzen, die aber auch nicht dagegen sind, die wären dann ruhig gewesen und hätten einfach nur da gesessen. Das habe ich schon von mehreren Parteien und Politikern gehört, dass sie sich zwar nicht dafür einsetzen und auch nicht wirklich damit zu tun haben, aber dass sie auch nicht dagegen sind. Und die Leute, die sich wirklich einfach dafür einsetzen, dass es verboten wird oder dass dieses Event verboten werden sollte, die hätte man dann ganz klar gehört und das hat man ja auch in den Medien mitgekriegt. Was ist Ziel eurer Demonstration? Wir möchten, kurz gesagt, allgemeine Akzeptanz von E-Sport. Wir möchten nicht als, es geht uns wenig um Counter-Strike an sich. Ich selbst bin Counter-Strike-Spieler, deswegen setze ich mich erst recht dafür ein. Aber es geht uns mehr darum, dass elektronischer Sport in Deutschland akzeptiert wird. In Fernost, in Asien, in den USA sind solche Spiele und sind solche Turniere einfach anerkannt und werden auch live im Fernsehen übertragen. Das fehlt hier einfach und die Toleranz bzw. das Verständnis der älteren Generation, das ist ja auch ein Generationskonflikt, ist einfach nicht vorhanden, aber es wird sich auch nicht einfach hintergründig informiert darüber. Das ist das Problem. Und wir möchten einfach die Idee der Elternladen, nämlich diese Aufklärung, die betrieben werden sollte, weiterführen und möchten die Menschen in Karlsruhe oder in ganz Deutschland darauf hinweisen, dass sie nicht einfach alles glauben sollen, was ihnen erzählt wird.